begrüße ganz herzlich Herrn Olaf Hofmann, Geschäftsführer von Scopus, der heute einen Abstecher vom Training bei marktforschung.de gemacht hat. Herzlich willkommen, Herr Hofmann. Dankeschön. Sie werden heute den Gewinner bzw. die Gewinnerin unseres Gewinnspiels zum Radrennen rund um Köln ziehen. Richtig. Der und die Glückliche wird einen Startplatz beim traditionellen Kölner Radrennen rund um Köln erhalten, sowie ein hochwertiges Rennrad. Richtig. Und mit diesem dann am 12. Mai mit Ihnen und in Ihrem Team beim Rennen starten. Richtig, genau. Ja, haben Sie schon Erfahrung im Bereich des Radsports oder ist das Ihre erste Teilnahme jetzt am Rennen? Nein, ich bin jetzt seit 2008 beim Radsport. Wir haben da schon auch mit der Scopus-Mannschaft begonnen. Und mein erstes Radrennen war die Hamburg Cycle Classics. Und da ich hier aus Köln sind, sozusagen, war es dann naheliegend, dass man dann auch mal umschwenkt auf rund um Köln, wo wir auch manchmal auch noch die Cycle Classics mitfahren. Ja, und die rund um Köln ist ein ganz spannendes Rennen, weil es geht durchs Bergische Land, es ist sehr abwechslungsreich, sehr bergig, durchaus auch spannend in dem Sinne, ob man jetzt fällt oder nicht, das sollte man tunlichst vermeiden, vor allem bei den hohen Geschwindigkeiten, und das geht natürlich immer vor Sicherheit. Ne? Okay, ja. Ja, dann sind wir sehr gespannt, wer mit Ihnen und letztlich auch gegen Sie beim Rennen starten wird. Und ich alles bin klar. Den Gewinner oder die Gewinner gut, zu ziehen. Ich greife jetzt mal hier rein, rühre noch mal ein bisschen und ziehe jetzt hier meinen Zettel raus. So, und der glückliche Gewinner oder Gewinnerin ist Axel Stempel von Heute und Morgen. Herzlichen Glückwunsch, Axel. Herzlichen Glückwunsch, Herr Stempel. Ja, das ist der Gewinner. Prima. Axel Stempel, Heute und Morgen. Prima, ja, super. Sie geben Ihnen Bescheid, ne? Wir geben Bescheid, ja. Und ich wünsche Ihnen und mit Unterstützung von Herrn Stempel natürlich viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Danke.